Sozialpartnerschaft funktioniert nur vor dem Hintergrund, dass wir stabile Arbeitgeberverbände haben, aber natürlich auch mitgliederstarke Gewerkschaften. Wir erleben gegenwärtig eine weitreichende Veränderung in der Arbeitswelt. Und wenn wir die Erfolge auch in die Zukunft verlängern wollen, dann müssen wir auch die Sozialpartnerschaft stärken. Das heißt für uns in Deutschland insbesondere, dass wir die Tarifbindung wieder stärken müssen. Wir müssen sicherstellen, dass wieder deutlich mehr Menschen unter den Schutz von Tarifverträgen fallen. Das trägt ganz erheblich zum sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei. Und wir müssen die Sozialpartnerschaft auch europäisch weiterentwickeln, weil wir wissen, dass wir viele Herausforderungen nur noch europäisch lösen können. Und dafür brauchen wir auch auf europäischer Bühne starke Partner, eine starke BDA und einen starken DGB.